Möchtest du auch wissen, wie überteuert Verkaufen am allerbesten und am schnellsten funktioniert und du suchst eine ÜV-Liste zum Nachkaufen? In diesem Video gibt's beides. Let's go! Hallo und Servus! Willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video gibt's eine große ÜV-Liste für ungefähr 50.000. Man kann auch schon so mit 20, 30 mitmachen, muss man halt weniger Karten kaufen. Aber so 50.000 ist optimal. Und vorher sprechen wir darüber, was ist eigentlich überteuert verkaufen und was für Tipps können wir anwenden, damit wir nicht lange auf die Verkäufe warten, sondern damit das schnell geht. Überteuert verkaufen heißt, dass wir eine Karte über dem aktuellen Durchschnittspreis verkaufen. Beispiel Gigo, der Innenverteidiger, der kostet so ungefähr 1,7 im Moment, aber man kann ihn noch teurer verkaufen. Und das hat verschiedene Gründe. Beim überteuert verkaufen würde ich immer so 10% oben drauf setzen auf die aktuellen Preise. Je mehr du oben drauf setzt, desto mehr Profit machst du. Desto länger musst du aber auch manchmal warten mit dem Verkaufen. Und warum funktioniert überteuert verkaufen? Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, manche Leute sind faul. Wenn die jetzt hier sehen, alle sind 1,7, dann kaufen die vielleicht einfach ein für 1,7, anstatt sich die Mühe zu machen und zu gucken, oha, man bekommt Gigo auch für 1,5 zum Beispiel. Zweiter Grund sehen wir hier auf Footbin. Onyeka, eine sehr, sehr beliebte Starterkarte. Du siehst, sein Preis ist nicht immer gleich. Das ist der Graph eines Tages, sondern im Laufe eines Tages kostet er mal ein bisschen mehr, kostet er mal ein bisschen weniger. Und wenn wir natürlich bei den weniger Punkten einkaufen und ihn teurer draufstellen und dann 2-3 Stunden später ist er wieder teurer, verkriegen wir natürlich auch diese Verkäufe, bekommen wir diese Karten auch mit Profit los. Und das können wir auf jeden Fall beschleunigen. Und zwar, indem wir Karten nehmen, die eine super hohe Nachfrage haben. Und darauf ist auch die ÜV-Liste in diesem Video ausgerichtet. Die hat nämlich zwei Teile, die ÜV-Liste. Und der erste Teil der ÜV-Liste, der hat mit den fortgeschrittenen SBCs zu tun. Liegen Nationen, Hybrid liegen. Und dann liegen Nationen Hybrid. Und da gibt es auf Footbin gewisse Lösungen, die sehr, sehr viele Leute nachbauen zu diesen SBCs. Und je nachdem, welche Lösung auf Footbin da gerade ganz, ganz oben geratet ist von den Likes und den Leuten, die das nachkaufen, steigen und sinken diese Karten ein bisschen. Und der erste Teil dieser ÜV-Liste ist darauf abgelegt, damit du so schnell wie möglich deine Coins machst und schnelle Verkäufe hast. Die erste Karte auf der Liste, da machen wir es jetzt ein bisschen ausführlich mit Jordan Amavi. Und dann zeige ich dir einfach auf Footbin die anderen Karten, die du nehmen kannst. Und er ist eine Non-Rare-Karte, die eignet sich immer sehr gut für diese Methode. Du siehst, der steht so ungefähr bei 1.000. Du kannst ihn sicherlich auch teurer verkaufen. Und was sehr, sehr wichtig ist, dass man diese Karten so günstig wie möglich einkauft. Und das würde ich wirklich fast zum Abschlusspreis maximal 400 Coins machen, indem ich entweder auf Snipes gehe oder auf Gebote und einfach mal einstelle maximal 350. Was kommt da? Das siehst du nach 10 Minuten. Kommen da welche? Du kannst jetzt einfach so Massen erbieten auf alle, die 350 bieten, die jetzt kommen. Oder du wartest wirklich bis zum Ende und bietest dann mit bis zu 400, 450 Coins maximal. Und dann kannst du hier sehr, sehr schnell deine Coins verdoppeln und natürlich noch ein bisschen mehr, wenn du dann den Preis plus 10% einstellst. Weitere Karten sind Danny Blind. Auch er ist perfekt geeignet, denn Innenverteidiger braucht man in jeder SBC-Lösung mindestens 2, manchmal auch 3. Es gibt SBC-Lösungen ohne Innenverteidiger, schon klar, aber jede Formation mit hoher Chemie, und das ist in den fortgeschrittenen SBCs so, immer mindestens 2 IVs. Dann haben wir noch Doan. Er ist ein Japaner mit ein paar Links zu anderen Ländern in der Ehredivise. Das ist dann ganz gut, wenn man mehrere Nationen in der SBC braucht. Dann haben wir noch Jinyak. Und Jinyak ist jetzt zum Beispiel eine teurere Karte. Ja, wenn du weniger Coins hast, nimmst du diese ganz, ganz günstigen. Wenn du mehr Coins hast, nimmst du dann mehr von diesen Karten wie Jinyak oder auch wie Tau Wien, die natürlich beide zusammen in den SBC-Lösungen genutzt werden. Das sind dann eher teurere Karten. Maupai ist so eine Karte wirklich, die du zum Abschlusspreis kaufen kannst, und auch Player ist so eine Karte. Perfekter Einkaufszeitpunkt ist immer abends zum Beispiel, wenn sehr viele Leute ihre Preview-Packs öffnen. Dadurch kommt ein hohes Angebot und dann sinken natürlich diese Non-Rares auf dem Discard-Preis, aber dann sinken auch die Karten aus dem zweiten Teil der ÜV-Liste, die jetzt schon ein bisschen teurer sind, nämlich die spielbaren Metakarten, die wir auch auf die Liste packen. Erste Karte hier ist Frank Onyeka. Gleich zeige ich dir einfach einen Squad mit noch mehr Karten zum Nachkaufen. Und wir haben am Anfang ein bisschen über die Tipps gesprochen. Und ein Tipp sind auf jeden Fall Positionswechsel und Chemistry Styles. Das heißt, gerade diese spielbaren Karten, die ich dir jetzt zeige, diese Low-Rated Karten, wie zum Beispiel 75er oder so, die sinken natürlich, weil sie sehr, sehr oft gezogen werden und Leute dann von diesen Karten upgraden. Das heißt, das Cook heißt
dass du bitte schaust, so, dass du nur Karten kaufst, die schon Chemistry Style oder einen Positionswechsel haben und die du genauso günstig wie die Basiskarte bekommst. Und die packst du dann ein bisschen teurer auf deine UV-Liste. Durch den Chemistry Style, durch den Positionswechsel gehen die weg. Du siehst zum Beispiel hier alle für 6-2 mit Basis, ohne Verträge, das wird nicht weggehen. Aber wenn du jetzt einen reinpackst, weiß nicht, für 7-2, 7-5, aber du hast einen guten Chemistry Style und hast das selbst für 6-2 eingekauft, dann wirst du sehr, sehr schnell den Verkauf bekommen und sehr, sehr schnell deine Coins machen, ohne dass du Angst haben musst, dass diese Karten in der Zwischenzeit sinken. Wir schauen jetzt noch auf 10 weitere Spieler, dann kannst du deine UV-Liste auch auf 100.000 und mehr erweitern. Vorher nochmal Patreon, Discord, da kommst du auf meinen Discord-Server, bekommst zusätzliche Trading-Tipps on top zu YouTube. Das ist zum Beispiel eine Liste mit diesen Non-Rare-Spielern und auch mit diesen Meta-Karten, aber es gibt auch noch viel, viel mehr Trading-Tipps. Check das auf jeden Fall aus und werde Teil der Trading-Gang. Und das hier sind die 10 weiteren Spieler neben Onyeka. Du siehst alles bezahlbare Starterkarten, so wie in IX Tejish. Guck, dass du einen mit Anchor, mit Shadow genauso günstig wie Basis bekommst. Und dann stellst du den teurer auf deine UV-Liste. Ferran Torres genauso. Schau hier mit einem Hunter oder so. Und dann Spieler wie Richarlison, wie Madison. Da Positionswechsel. Richarlison als ZOM umgeformt, genauso günstig wie ein Stürmer. Wenn du den so günstig einkaufen kannst, kaufen, sofort auf deine UV-Liste packen und dann wirst du relativ schnell Verkäufe haben, weil diese Karten natürlich viel, viel wertvoller sind und deswegen auch schnell weggehen. Und das ist das oberste Gebot beim UV. Schnelle Coins regelmäßig nachkaufen und einen guten Mix aus diesen Karten kaufen. Du hast hier die 11 Karten. Wir hatten gerade 6, 7 von diesen Non-Rares. Du kommst also locker auf fast 20 Karten und guck lieber je nach Budget, dass du so 1, 2, 3 Karten pro Spieler kaufst und nicht 10 Mal die gleiche Karte, weil wenn dann irgendwas Unvorhergesehenes passiert, ich sag mal, Player of the Month, Premier League kommt raus, das ist ja ein Stürmer, dann kann Richarlison vielleicht sinken, dann ist deine UV-Liste ein bisschen kaputt. Das heißt, guck lieber, dass du da einen gesunden Mix hast. Bonustipp, und zwar zum Einkaufen. Wie gucke ich, dass ich dann die richtigen Spieler finde? Beispiel Ajax Tejish. Bei ihm weiß ich ja, Positionswechsel macht keinen Sinn, sondern ich gucke nur auf die Chemistry Styles. Also gehe ich durch für Anchor und auch für mit einem Shadow und gucke dann, ob ich da welche bekomme. Also machen wir mal Anchor. Für 4K würde ich einen mit Anchor bekommen sofort. Aber ich sehe, da sind ganz viele für 4K mit Anchor. Das heißt, ich würde jetzt im Einkauf gucken, dass ich vielleicht einen so für 3, 5 und weniger mit Anchor bekomme. Dann würde ich den vielleicht für 4, 5 draufstellen. Dann hätte ich locker fast 1K gemacht. Und mit diesen Preisen weiß ich auch, dass die richtig gut weggehen. Wenn du jetzt einen mit Anchor für 7K draufstellst, alle anderen kosten so 4, kannst du dir sicher sein, dass deiner nicht weggeht. Und deswegen guck auf jeden Fall richtig einzukaufen. Dann ist die UV-Liste erfolgreich. Noch mehr Trading-Methoden verlinke ich dir hier. Da gibt es 2 Methoden, um noch mehr Coins zu machen. Jeder ab 10K kann da mitmachen. Abonniere auf jeden Fall den Kanal. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich auf dich. Ich bin raus, dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.